Ja, Leute, hier sind wir am Start und wir haben Runde 2. Ich hatte ja das erste Video aufgehört, gecuttet. Das lief ja nicht so gut mit den Flammen-Finsternis-Boostern. Ich glaube, ich würde behaupten, es gibt kein schlimmeres YouTube-Video gefühlt, was eine Elite-Trainer-Box aufmacht und zieht nur diese Karte. Spoiler. Das war mein Hit aus der Elite-Trainer-Box. Fühlt sich nicht gut an. Vielleicht habe ich auch zu hohe Erwartungen, aber hey. So. Wir haben hier noch 2 Einzelbooster. Die habe ich noch aus dem Store mitgenommen. Und wir haben diese 2 Schönheiten. Zu dieser Schönheit werde ich euch noch mitten im Video eine kleine Story erzählen. Dazu kommen wir dann gleich. Wir fangen erstmal gemütlich mit diesen beiden Produkten an. Und hoffen auf V-Karten. Code für euch. Energy, grün. Großes Parasol. Nütz. Gelatropo. Fatalité. Lockups, Meltan, Gastella, Feliu, Reverse Reißlaus, Non-Holo, Golga. So. Ah, hoppelopp. Großkarte für euch. Kartentrick, Psycho, Turbopflaster, Arboretos, Staravia, Dummiesel, Fritzeblitz, Pandimos, Slimer, Klick, Pescaron, Reverse, Well, und no. Money. Das wären diese 2 Booster. Jetzt kommen wir zu dieser Tinbox. Ich muss ja sagen, ich habe mir die jetzt gekauft, aus dem Grund, weil ich diese Tinbox einfach sehr schön finde. Pikachu auf dem Motiv, wenn man sich die so hinstellt, Pikachu rennt auf einen zu, mega cool, große Full Art Karte, würde sagen. Ja, gucken wir mal rein, was drin ist. Ich weiß, es sind ein paar Booster drin. Auch ein Produkt, wo ich immer sage, also ich frage mich auch so ein bisschen, ne, das ist ja jetzt kein Premium-Produkt, was da drin ist. Codekarte für euch. Zack. Ist ja jetzt kein Premium-Produkt in der Hinsicht. Wir haben 4 Booster drin. Packen die Box mal hier hinten hin. Zack. Das mal so, also hier unser Pikachu, er kriegt auch gleich eine Schutzhülle. Das ist ein Pikachu V, der in meine Sammlung kommt. Schickes Pokémon, sieht cool aus. Pikaball, Rund Parurs, Parkour, eieieiei. Das ist der Grund, warum ich sie mir eigentlich geholt habe. Aber jetzt mal so mathematisch gesehen zu sagen, okay, man, Entschuldigung, Leute. Zack, da haben wir es wieder. Ja. 4 Booster, Flammen der Finsternis, 2-mal, Welten im Wandel und Stunde der Wächter. Flammende Finsternis. Here we go. Gib uns das wie Charizard. In diesem Falle Glurak. Code für euch. Ja, und Energie. Kraftenergie. Sonfell. Frubeiler. Hippopotas. Golbit. Eneko. Kapuno, Pummeluff,
Reverse Pit Sneefer. Yeah, boy. Kangama Holo. Codekarte für euch. Energie. Kapu. Turboplaster. Arboretos. Scopel, Gelatini, Olimopa, Kleptifuchs, Schnutthelm, die Zeltröte und Krabbit Non-Holo. Weiter geht's mit Welten im Wandel. Eine Codekarte für euch. 1, 2, 3, 4 und Hoppidiop, Energie, Kurslieder und Super Sandro, Galoppa, Mika, Zirporoso, Griffel, Flecknoil, Picolente, Flauschling und hier Leute, ich weiß jetzt nicht so recht, da glitzert noch was hinten dran, aber wir haben hier so eine Plinfa-Full-Art-Karte. Bitte jetzt schlag mich nicht, aber das sieht mega gut aus und ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert mit der nächsten Karte. Hello there. Chorigol GX noch mit dabei. Also, das ist ein schönes Booster. Da freue ich mich doch. Wird auch gleich mal eingetütet. Basis Plinfa mit dem Trainer im Hintergrund. Mega schickes Artwork. Mega cool. Und hier haben wir Chorigol GX Rasierflügel. Weiter geht's. Sonne, Mond, Stunde der Wächter. Für euch. Hier. Energie. Costurso. Latenecto. Pixi. Pipi Pixi. Wuffels. Schmerbe. Kleinstein. Aloha Kleinstein. Datiri. Skorkro, Rayquaza Rare. So viel dazu. Und ja, das waren die Hits aus der Tinbox von Pikachu. Wie? Oh, Baby, also, it's Triple! Ich weiß, wie gesagt, nicht, was wir hier bekommen haben. Aber sieht schon schick aus und Pikachu natürlich auch. Und jetzt kommen wir zu einer kleinen Geschichte. Ein Kollege von mir ist ein kleiner Bisasam-Fan. Grüße gehen raus an Lorenz und er hatte vor kurzem Geburtstag und jetzt mit den Karten kann er nicht viel anfangen. Also er ist kein Kartenspieler, deswegen werde ich diese Box öffnen. Werde mich an den Boostern bereichern, aber diese Box allein, die sind ja, Problem ist ja, diese Boxen zu kaufen, leer verkauft ja keiner, weil jemand, der die Produkte kauft für überteuertes Geld, ja, der gibt die Boxen nicht wieder her, weil du kaufst das Produkt nicht, weil du die Booster da drin haben möchtest, du kaufst die Produkte Ländern, weil du die Box schön findest. Und ich dachte mir, er hatte jetzt Geburtstag und ich werde ihm das per Post zuschicken. Nice. Ein wunderbarer Behälter für Würfel. Den wird er auf jeden Fall gut
Den wird er auf jeden Fall gut benutzen können. Die Karte natürlich noch mit. Und ein Poker-Chip kriegt er natürlich auch noch dazu. Also diese Box geht an meinen Freund Lorenz. Schöne Grüße gehen raus. Ja, und dann haben wir hier Sonne im Mond, Nacht in Flammen und Stunde der Wächter. Wie gesagt, für die zwei Booster so viel Geld auszugeben, steht ihm kein Verhältnis. Diese Boxen sind einfach im Verhältnis eine sehr große Enttäuschung. Kartentrick. Energie, Pia, fleißiger Staffelholz, Bundleby, Araqua, Iskala, Trassler, Grabox, Snibble, Snibuna, Reverse, Rare. Nochmal schön hintereinander. Cooles Pokémon. Und wir haben Lamelux, Non-Holo, Stunde der Wächter. Letzte Booster für das heutige Video. Lasst ein Like da, wenn euch das gefällt und wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt. Vielleicht können wir in Zukunft größere Openings veranstalten. Aber erstmal kommen jetzt weitere Champion of Path Videos dann hoch. Da könnt ihr auf jeden Fall euch gespannt und hoffentlich auch das Shiny Charizard. So, Muggelbaum. Habe ich jetzt den 4-Karten-Trick gemacht? Ich weiß das gerade gar nicht. Metan. Walu. Wuffels. Schmerbe. Kleinstein. Dateri. Limnip. Reverse Tromok. Reverse Rare. Und Donarion GX. Shiny Shiny, Ladestrahl, Super Blitzkanone, Gigatron GX. Entwickelt sich aus einem Schuhkarton. Seht ihr da oben links? Ja, das ist auch ein Hit, den wir eintüten werden. So, unsere heutige Ausbeute aus dem Opening. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, Daumen hoch und kommentieren. Bis zum nächsten Mal.